Moin, jo, weiteres Video aus der Reihe, aus der Szene, für die Szene. Heute geht es um diese EDC-Taschenlampe Modell V3, das ist der Modellname. Vorab geht ein dickes Dankeschön erneut an den Markus raus. Markus hat mir einige Sachen zur freien Verfügung zugesendet. Sehr, sehr cool, Markus. Mit Freuden gebe ich die weiter an die Szene. Sehr großzügig von dir. Und ich hoffe, dass diese Lampe, die durchaus brauchbar und auch interessant daherkommt, kannst du zum Beispiel am Schlüsselbund tragen. Dafür ist sie noch kompakt genug. Auf jeden Fall in der Hosentasche, in der Jackentasche. Und die hat noch ein paar Features, versuche ich gleich auf die Schnelle drauf einzugehen. Im höchsten Lichtmode, satte 900 Lumen, kann dann aufgeladen werden über USB-C. USB-C-Ladekabel ist hier mit drin, ist mit dabei. Ihr bekommt die Lampe natürlich in der Originalumverpackung. Hier der Modellname V3, rückseitig dann einige Specs, wie zum Beispiel, dass zwei XPGE-LEDs verbaut sind. Außerdem noch die Maße, Gewicht, gerade mal 33 Gramm. Schutzklasse von IP65, also so Spritzwasser ist okay, aber wirklich in die Pfütze fallen sollte euch das Lämpchen nicht. Da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Und halt, fest verbauter Akku, 500 mAh. Bedienungsanleitung in deutscher Sprache ist auch noch mit dabei und noch ein paar Specs. Jo, und wir haben hier zwei Lichtschalter für die beiden LEDs, und wenn wir hier auf der linken Seite drücken, dann schalte ich die Lampe ein, dann gehen dann beide LEDs an, und wenn ich dann nochmal drücke, switcht man dann halt in den Lichtstufen durch, und da ist dann wirklich einiges machbar, von sehr wenig Licht über halt anständig Licht kann man sich dann einstellen. Und wenn ich dann gedrückt halte, dann geht die Lampe wieder aus. Leichtes Drücken hat man Momentlicht, auch eine gute Sache. Und halt Doppelklick, um die Lampe anzuschalten. Dann weiteres Klicken durch die Lichtmodis. Und bei der linken Seite, da haben wir auch, wenn wir draufdrücken und gedrückt halten, ein Momentlicht. Dann gehen hier die seitlichen LEDs an, haben wir ganzen Leuchtkörper. Und bei Doppelklick bleibt sie dann an. Und auch hier, also kann man sie zum Beispiel abstellen. Dann hat man dann dies beidseitig, Tailstand-fähig, nenne ich es mal. Hat man so eine kleine Kerze. Und wenn man dann hier drauf drückt, dann hat man die verschiedenen Lichtmodi, farbliche LEDs. Dann haben wir halt hier so ein bläulich-grünes Licht. Dann kommt Rotlicht. Wenn ich jetzt nochmal drücke, dann blinkendes Rotlicht. Und drücke ich dann nochmal, da kann man auch Polizei spielen. Da also einiges möglich. Und drücken und gedrückt halten, dann geht die Lampe wieder aus. Man hat hier auch so einen kleinen Glow-in-the-Dark-Effekt, der jedoch nicht stark ausgeprägt, aber ist halt ein wenig nachleuchtend. Jo, und diese kompakte Lampe, ganz stylisch, ganz cool von den Features. Jo, und wer das Teil jetzt gerne hätte, der muss nicht viel machen. Einfach nur einen Kommentar hinterlassen, Interesse bekunden, dann seid ihr schon automatisch mit dabei. Dann werde ich nach ein, zwei Wochen den Gewinner, die Gewinnerin ermitteln, die dann über die Kommis anschreiben. Und sobald ich die Anschrift habe, geht die Lampe dann für Umme raus. Jo, cooles, stylisches Lämpchen. Solche Lampen gibt es mittlerweile zum Teil für knapp über 10 Euro, bis zu 20, 30, 40 Euro. Wirklich erstaunlich, was für eine anständige Qualität, auch wenn das hier jetzt Kunststoff ist. Dieser Body ist wirklich stabil, auch wenn dir die mal runterfällt aus einem Meter Höhe oder du mal aus Versehen rauftrittst, da musst du schon viel Pech haben, dass dann wirklich so ein Schalter richtig zerstört wird. Die sind recht robust und im Alltag auf jeden Fall eine gute Hilfe. Coole Lampe, und das Teil, sucht jetzt einen neuen Besitzer, jetzt seid ihr gefragt, her mit euren Kommis. Markus, vielen, vielen Dank nochmal dafür, und ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund. Peace, ich bin raus.